hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Und ein herzliches Willkommen zu meinem nächsten Video. Hier wäre schon der Zukunftstuxer. Beim Schneiden des Videos habe ich gesehen, ich bin gar nicht darauf eingegangen, wie man die Software für den BMC 64 herunterladen kann. Ich denke mal, ich packe euch einfach mal den Link unter das Video. Und hier ist eigentlich alles sehr gut beschrieben. Zwar auf Englisch, aber wenn ich damit schon klarkomme, dann schafft ihr das auch. Wie das zu installieren ist, einfach auf eine SD-Karte draufpacken und dann fluppt das eigentlich auch. Also das ist das geringe Problem. Und dann, ich habe gesehen, auf YouTube gibt es auch genug Videos zu, wie man das Ganze installiert. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, mein neues Projekt beginnt. Und zwar möchte ich aus diesem alten Commodore 64 ein BMC basteln. Ja, ich habe hier noch so ein altes Schätzchen. Sieht man schon, Tastatur ist total vergilbt. Die habe ich schon versucht sauber zu machen, aber mehr war so zumindest mit einfachsten Bordmitteln nicht drin. Das Gehäuse ist weitestgehend auch in Ordnung. Hier handelt es sich beim Gehäuse um einen alten Aldi-PC. Ja, und wie man sieht, ist er schon ausgeschlachtet worden. Das Tastatur ist schon alles gereinigt worden, von innen gereinigt. Da ist noch so eine alte Pappe drin. Das Blech ist auch noch vorhanden. Und soweit ist eigentlich alles okay. Der Brotkasten ist jetzt nicht so mein bevorzugtes Gerät. Mein bevorzugtes Gerät ist hier das C-Gehäuse. Aber das habe ich jetzt gerade über. Und für den ersten Test sollte es auf jeden Fall funktionieren. Hier sehe ich gerade, es ist irgendwas mit der Shift-Taste nicht in Ordnung. Okay, Shift-Taste haben wir zweimal. Ja, insofern muss ich es erstmal herhalten. Aber es kann auch sein, dass hier noch eine Feder fehlt. Ja, der Sachen müssen wir auf den Grund gehen. Aber das sind alles Kleinigkeiten, kommt man wieder hin. Stecker ist auch in Ordnung. Ja, und hier wäre der dazugehörige Raspberry Pi. 3A+, so heißt das Schützchen, meine ich. Ja, und der soll noch kombiniert werden mit so einer BMC-Adapter, dass man darauf dann halt dementsprechend die Tastatur und die alten Joysticks dann anschließen kann. Hier ist alles noch improvisiert mit einer USB-Tastatur und hier ist ein USB-Controller. Das funktioniert auch soweit. Ja, und auf der SD-Karte ist das Betriebssystem vom BMC 64 drauf. Ja, das habe ich schon getestet. Das funktioniert auch. Ja, leider muss ich auf den Adapter noch warten. Aber ich dachte mir so, ich kann das Ganze schon mal per OBS aufnehmen und euch zeigen, wie BMC so aussieht, was man also alles machen kann. Ja, worauf man achten muss bei Joystick-Konfiguration zum Beispiel und solche Geschichten. Also ich werde das Video praktisch rückwärts aufnehmen und deswegen kann es natürlich sein, dass an einer Stelle ich etwas komisch hin und her springe. Aber ich versuche das so gut wie es geht ordentlich zusammenzuschneiden. So, die Taste 4 zum Beispiel klemmt. Ich versuche hier mal ein bisschen hier mit Alkohol entgegenzuwirken. Ja. Oh ja. Ja, hier sieht man auch schön, ja, wie vergilbt die ganzen Tasten hier sind. Und die sind schon gereinigt, in Anführungsstrichen. Oder etwas gebleicht habe ich sie, aber mehr war da irgendwie nicht drin. Und deswegen ist das eigentlich auch noch so eine Art Ersatztastatur. Oh, die Taste hier. Die funktioniert auch nicht mehr so richtig. Ja, ein bisschen Alkohol drauf, ein bisschen hin und her wubbeln. Ich weiß nicht, ob man auch WD-40 nehmen kann. Das wäre dann die nächste Alternative. Weil viele fluchen auf WD-40, aber der Vorteil an WD-40 ist natürlich auch, dass es sehr schnell verfliegt. Und deswegen könnte es vielleicht theoretisch funktionieren. So, Feder wieder drauf. Ja. Also zumindest die Mechanik, die wäre erstmal gegeben. Ob die Elektronik in Ordnung ist, müsste man dann dementsprechend erstmal testen. Auch das gleiche hier auch. Dann dementsprechend. Ja, man merkt schon, es wird dann auf jeden Fall leichter. Ja, ich würde sagen, Versuch macht klug. Oh ja. Naja, für den Test sollte es auf jeden Fall reichen. So, folgendes Problem. Hier hat man Raspberry Pi 3A+, ist BMC
64 drauf installiert. Und zwar aus irgendwelchen Gründen wird bei der Einrichtung auf einer SD-Karte, wird auf der SD-Karte eine Partition angelegt mit 300 MB. Und die ist ein bisschen klein. Und ich versuche jetzt einfach mal über Gparted einfach zu vergrößern, sodass ich halt eben dementsprechend mehr Daten drauf schreiben kann. Ob das funktioniert, BMC das dann hinterher noch erkennt und akzeptiert, das werde ich jetzt erstmal herausfinden. So, ich werde jetzt die SD-Karte in meinen Computer hineinstecken. Ja, und dann öffne ich das Programm Gparted. Gparted ist meistens von Haus aus nicht installiert. Das müsste man dann gegebenenfalls über die Paketverwaltung nachinstallieren, aber es ist ein gängiges Partitionierungsprogramm, was eigentlich jede Dispro mehr oder weniger hat. So, bei Gparted wähle ich dann den Zugriff auf die SD-Karte. In meinem Fall wäre das SDC. So, das erkenne ich schon, dass jetzt hier genau 300 Megabit, also 299 MIB, werden automatisch eingerichtet als FAT16. Und die mache ich einfach größer. Ich sehe gerade, es ist sogar FAT16, nicht FAT32. Und die andere war leer. Ich habe die mal zwar formatiert als FAT32, aber ich kann mit dem BeamC da nicht drauf zugreifen. Das war nämlich mein erster Gedanke gewesen. So, ich lösche die. Sag ihm anwenden. Das geht eigentlich hucki zucki. Aha, grüner Haken. Fertig. So, das war schon. Und jetzt gehe ich auf Größe ändern. Also ich muss jetzt die kleine Partition, also die mit den 299 MIB anklicken, rechts, mit der rechten Maustaste und dann auf Größe verändern, verschieben klicken. Und jetzt mache ich die einfach mal, ja, ich mache die einfach mal volle Pulle, Größe verändern und sage ihm okay, anwenden. Gibt es einen Hinweis, dass man gegebenenfalls den Windows Bootloader neu installieren muss. Okay. Das werde ich ja gleich sehen. Ich warte einfach mal ab, was jetzt passiert. Und entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht. So, ein grüner Haken habe ich auf jeden Fall. Und jetzt habe ich eine FAT32. Okay, jetzt wurde aus FAT16 FAT32. Ich gehe nochmal hier hinein, schaue mir das an. Und meine ganzen Daten sind noch da. Ja, das ist ja prima. Also das hat jetzt scheinbar ohne Probleme funktioniert. Ich kann das Ganze nochmal mit Laufwerk abchecken. Ja, und hier habe ich definitiv nur eine Partition. FAT32. Ich hoffe mal, dass das Betriebssystem jetzt trotzdem hochfährt. Ich stecke die SD-Karte aus meinem Computer und in den Raspberry Pi wieder hinein. So, hier wäre die SD-Karte. Die Größe habe ich verändert. Und ich mache einfach mal einen Test, ob das überhaupt jetzt noch hochfährt. Gegebenenfalls vielleicht muss ich an den Bootsektor etwas ändern. Der Raspberry Pi bekommt nun Strom. Tastatur schließe ich erstmal nicht an. Mir geht es erstmal nur darum, um zu checken, ob der überhaupt noch jetzt hochfährt. Und ja, es hat funktioniert. Also wie gut ist das denn? Und jetzt kann ich so viele Daten, Programme, Spiele etc. da drauf packen, wie mir lustig ist. Weil 32 GB, die werde ich mit Sicherheit nicht voll kriegen, aber die 300 MIB, da war ich schon an der Kapazitätsgrenze. Und deswegen würde ich sagen, überspiele ich jetzt erstmal hier alle Daten drauf auf meine SD-Karte und dann melde ich mich dann gleich nochmal zum Hardcore-Test wieder. Jetzt habe ich hier mein Raspberry Pi, also mein BMC 64, über die Capture Card mit meinem Computer verbunden, sodass ihr dementsprechend eine bessere Qualität habt und ich immer so mit meiner Außenkamera filmen muss. Ja, ich starte den einfach mal, den BMC. Da sollte es eigentlich innerhalb von 4,1 Sekunden, zack, ja, innerhalb von 4,1 Sekunden lädt er hoch. Nachgemessen habe ich es nicht, aber ich denke mal, das passt schon, das kommt genau hin. Also noch ist eine ganz normale Computer-PC-Tastatur angeschlossen und hier so eine USB-Bluetooth-Controller. Ja, das wäre jetzt BMC, wie man sieht, auch mit einer wunderschönen, guten Auflösung. Die blauen Farben werden schon mal richtig schön dargestellt und da hat man die Möglichkeit, über F12 hier in ein so ein Menü hineinzukommen. Und hier hat man diverse Einstellmöglichkeiten. Ich habe gestern da auch zum ersten Mal mit herumexperimentiert und musste feststellen, dass ich da noch ein paar Fragezeichen habe.
Und deswegen dient das Video auch natürlich unter anderem, dass ihr was in die Kommentare schreibt, wenn ihr irgendwas falsch macht oder ihr noch ein paar Tipps habt. Und ich kann euch mal zeigen, was ich so herausgefunden habe. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, ein D64-Image zu starten. Entweder über Autostart, dann geht man jetzt hier rein. Und irgendwo hat man ja einen Ordner, wo die ganzen Dateien drin sind. Bei mir ist es der Ordner 00tuxer. Und dann kann man hier dementsprechend sich irgendetwas aussuchen. Ich nehme jetzt ein D64-Image. Und genau, jetzt ist das Problem, wenn ich jetzt darauf klicke, wird sofort das D64-Image gemountet und sofort mit Lord-8,1 gestartet. Ohne Schnelllader. Das läuft jetzt hier dementsprechend ganz normal in Echtzeit ab. In dem Fall ist es ein relativ kurzes Spiel, was dementsprechend dann auch ziemlich schnell zu laden ist. So, ich merke gerade, ihr habt keinen Ton. Das versuche ich mal eben zu ändern, indem ich jetzt hier noch bei OBS etwas einstelle. So, der Sound scheint zu funktionieren. Ich würde sagen, ich starte einfach mal hinein, damit man so einen kleinen Einblick bekommt. Und wie der Sit auch klingt, man kann hier verschiedene Sits einstellen. Ja, darum soll es im ersten Step erstmal gehen. So, mit Fire geht's los. Ich hoffe, die Capture Card nimmt das halbwegs vernünftig auf, weil das Bild ist wirklich klar, es läuft total flüssig. Keine Schlierer, keine falschen Farben drin. Also es ist von Natur aus schon sehr gut eingestellt. Also das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Nur das Ganze hier mit dem Joystick, das passt wirklich wunderbar. Das harmoniert sehr, sehr gut mit zueinander. Also das kommt der echten Hardware schon sehr nahe. Ist nicht das Gleiche, keine Frage. Aber ich meine das einfach so als, ja, als Alternativsystem. Ist es mit Sicherheit auf jeden Fall sehr interessant. Dann kommt man, hat man die Möglichkeit, einmal die Tasten, wenn man mehrere Tasten hat, sage ich mal, wie in dem Fall, über einen USB-Controller hat man ja mehrere Tasten und da kann man auch die anderen zusätzlichen Tasten auch noch mit weiteren Funktionen belegen, wie zum Beispiel, ich glaube hier Start, genau, dann kann man ein Reset auslösen, hier drücken, dann die Feuertaste und dann hätte man ein Reset. Dann zum Beispiel habe ich hier die rote Taste. Da habe ich das Menü drauf gepackt und hier kann man natürlich auch drüber ein Reset auslösen. Wenn man hier mal drauf geht, entweder Soft, also ein normaler Reset und ein Hard Reset. Ja, die Bezeichnung ist vielleicht ein bisschen irreführend, ein Hard Reset damit ist gemeint, wie beim echten Commodore, einmal komplett ausmachen und wieder anmachen. Man kann zum Beispiel sagen, Warp-Modus on oder off. Also generell, ob der immer im Warp-Modus sein soll oder nicht, das macht natürlich eigentlich wenig Sinn, den immer auf On zu stellen, weil dann läuft auch das ganze Spiel schneller. Das bringt jetzt nicht so viel. So, der nächste Eintrag. Ja, hier kann man zum Beispiel sagen, Drive Sound Emulation On habe ich. Dann werden praktisch diese Floppy-Geräusche nachsimuliert. Das kann man machen. Kann man noch das Volumen einstellen, also die Lautstärke. Das könnte ich ja mal eben tun. Was kann ich, ob man noch höher gehen kann? Ne, man kann glaube ich nur runtergehen. 1000 ist das höchste. Ich fände es persönlich ein bisschen zu leise, könnte ruhig ein bisschen lauter sein. Aber ist natürlich auch Geschmackssache. Statusbar, kann ich ja mal ganz kurz auf On stellen. Da passiert irgendwie auch nichts. Ich lasse das mal auf Never. So, dann hätten wir GPIO. Konfiguration, da bin ich raus, da brauche ich Informationen von euch. Genau, und dann bei Joystick-Einstellung, genau, das wäre noch interessant. Was ich herausgefunden habe, man kann über Swap Joystick, wenn ihr mal darauf achtet, was unter Port 1 und Port 2, werden dann die Einträge vertauscht. Das wäre so, als ob man beim echten Commodore die Stecker umsteckt. Ich habe nur einen Controller und deswegen habe ich auch nur einmal USB-Pad, Gamepad, der wird auch sofort erkannt. Nur den muss man danach noch konfigurieren. Dann geht man auf USB Gameport 1. So, und hier kann man dann noch Einstellungen vornehmen. Hier muss man darauf achten, dass bei Direction ja der richtige Eintrag ist. Einfach mit den Rechts- und Links-Tasten kann man hier so hin und her switchen.
und dann dementsprechend das einstellen, was man hat. Aber er springt automatisch wieder zurück in die richtige Position. Das macht er jetzt in dem Fall so. Dann kann man hier noch über den Monitor nachschauen, wie sind die einzelnen Tasten hier konfiguriert. Wenn ich zum Beispiel jetzt Fire drücke, Fire wäre auf 10, das muss man sich einfach merken. Nach oben wäre auf Axis 1, nach rechts Axis 0, links auch so und unten müsste dann auch Exit 1 sein. Genau, das muss man sich halt eben merken. Und dann kann man hier drüber die Tasten belegen. Deswegen steht bei mir auch Fire auf 9, weil ich kann da mal noch ganz kurz hier reingehen. Wenn ich einen anderen Fire-Knopf drücke, da habe ich die 11 und da habe ich die 10. Genau, und ich habe jetzt momentan, genau, habe ich den Fire-Knopf 4. Das könnte ich bei der Gelegenheit eigentlich mal ändern. Und könnt sagen, Fire macht doch mehr Sinn hier auf 11 zum Beispiel. So, dann gehe ich hier wieder zurück. Und dann sage ich ihm, Fire, genau, Fire ist hier. Und hier mache ich wieder auf Non. Man kann natürlich auch mehrere Knöpfe mit Fire belegen. Könnte man, brauche ich jetzt nicht. Und dann kann man sagen, jetzt war er auf Blau, ist er 9. Der hier. Jetzt könnte man sagen, ich möchte eine andere Funktion drauf haben. Menü habe ich ja schon vergeben. Menü wäre auf 8, wäre jetzt hier oben drüber. Beispiel Warp-Modus an und aus. Ja, warum nicht? Könnte man ja ausprobieren. Ich lasse mal testweise Warp drauf. Ja, und hier drüber kann man auch nochmal die Richtungen dementsprechend die kann man auch nochmal den Analogstick drüber einstellen. Und dazu braucht man, wie gesagt, den Monitor. Ich gehe da nochmal rein. Wie war das nochmal? Genau. Wenn ich jetzt weiß, X ist, hat 0 und Y, also hoch und runter, up and down, Y wäre dann 1. Also 0 und 1 brauche ich. Das gehen wir nochmal zurück. So, Y wäre 1. Gucken wir, ob das richtig ist. Und jetzt schauen wir hier oben. Ja, Y ist auf 1, steht auf 1, das passt. Und X ist auf 0. Und insofern ist alles picobello. Da könnte jetzt theoretisch auch eine andere Zahl drin stehen, je nachdem, was man da für einen Joystick hat. Und so stellt man den Joystick ein. Zumindest so viel, wie ich jetzt weiß. Und es funktioniert. Und so könnte man auch einen zweiten, dritten und vierten Joystick einstellen. Das gehe ich hier wieder raus. Ich mache da eine Tastatur mit Enter. Keyboard, hier kann man auch noch Hotkeys vergeben. Da habe ich noch nichts gemacht. Da habe ich erstmal alles auf Standard gesetzt. Und ich hatte am Anfang Soundprobleme. Ich habe es jetzt so eingestellt. Sit habe ich auf Fast gestellt. Da stand vorher irgendwie was anderes. Und ich fand, dass der 8580 auch ein bisschen besser klang. Jetzt zumindest auf der virtuellen Maschine. Ich glaube im echten Leben soll ja der alte, der 6581 besser klingen. Das kann ja sein, aber jetzt hier unter dieser Maschine klang, finde ich, das besser. Und dann habe ich hier, glaube ich, noch Filter auf On gemacht und Fast Resampling. Ja, das muss man einfach alles ausprobieren so ein bisschen, bis man da so den gewünschten, besten Soundklang hat. Video, hier habe ich, meine ich, gar nichts dran verstellt. Ja genau, den CRT-Shader. Den habe ich, meine ich, deaktiviert. Da kann man auch noch so ein Retro-Feeling mit einstellen. Kann man machen, warum nicht? Mit den Farben kann man irgendwie noch rumexperimentieren. Und hier mit dem HDMI-Port. Okay, hier gehe ich mal ganz schnell wieder raus. Hier verstelle ich mal lieber nichts, bevor ich noch etwas verstelle. Ja, Schnappschutz kann man noch machen. Das wäre so eine Art Freeze-Funktion, habe ich noch nicht getestet. Tape und Cartridge muss ich auch noch testen. Und genau, das andere Wichtige wäre Drive, das wäre Gegenpart zu Autostart. Ich gehe nochmal nach ganz oben, sonst wäre ich ganz oben. Autostart wird gemountet und sofort gestartet. Und bei Drives, da muss ich nochmal 8 anwählen und kann dann hier drüber eine Diskette nur mounten, beziehungsweise nur, was ist der Gegenteil von mounten, also demounten, also
auswerfen, genau. Ich glaube, das wäre der richtige Fachbegriff. Können wir mal eben machen. Jetzt mounten wir mal nur eine Diskette. So, ich sage ihm Drive Mounte Action Metal Warrior Ultra, komm. So, jetzt ist es gemountet. Okay. Hat irgendwie nicht funktioniert. Warum nicht? Ich gehe Sachen mal auf den Grund. Mounte Diskette 0. Ja, doch, jetzt. Vielleicht habe ich mir gerade irgendwie verklickt. Kann ja sein. So, und da oben wäre die Datei meiner Wahl. Und wir starten das Ganze ohne Fastloader und ohne weiteres. So, ich gebe Run ein. So, jetzt sollte eigentlich Musik zu hören sein. Laut dem Ausschlag von OBS müsstet ihr eigentlich etwas hören. Ich will auch was hören, das stelle ich mal eben kurz für mich ein. Jetzt wird es ja interessant, wenn es zum Diskettenwechsel kommt. Das kann ich einmal noch bestätigen mit Yes und sagen wir No. Ah, jetzt höre ich auch die Floppy-Geräusche. Genau, jetzt muss ich F12 drücken. Und jetzt muss ich darauf achten, dass ich nicht hier auf Autostart gehe, sondern wirklich in diesen Etech-Disk, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die nächste Schrägstrich, die richtige Diskette auswähle. Jetzt ist die gemountet. Und jetzt muss ich das Ganze noch mit dem Feuerknopf bestätigen. Oder mit Space? Ah, mit Space, okay. Ja, und wie man sieht, Nachladen funktioniert auch. So, und das war's auch schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!